Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Beim letzten Mal haben wir das Schloss Figaro erreicht, haben uns ein bisschen von Locke getrennt, aber das gibt uns definitiv Zeit, um diesen Castle ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und wo ist das Mädel hingegangen? Steht sie nicht irgendwo? Unglaublich, ich kann sie nicht sehen. Sie ist verschollen. Okay, von mir aus. Jedenfalls gibt es hier eine Menge Räume. Und ich würde sagen, bevor wir zu weit gehen, schauen wir uns das alles doch mal an. Ihr könntet theoretisch auch hier oder da noch draußen mehr Levelgrinding betrieben haben, aber das muss nicht unbedingt sein. Und schaut euch mal diese ganzen Leute an. Na, hältst du hier Wache? Hm? Interessant, warum ist Locke nicht hier dran, ne? Jedenfalls schaut mal hier, diejenigen, die Final Fantasy V gespielt haben, die werden den hier vielleicht erkennen. I'm Wolf, the Pickpocket. Alles klar, nette Anlehnung. Aber gut, mehr gibt es hier drüben leider nicht, aber es gibt noch ein paar andere Räume, zum Beispiel hier drüben. Was haben wir hier? Hey, hey, hey. Engine Room, darf ich da mal hin? Oh, it's dangerous. It's dangerous to go alone. Use this. Alles klar. Ihr wisst, woher das kommt, oder? Jeder von euch kennt doch das originale Final Fantasy. Denke ich. Gut. Okay, ist doch egal. Jedenfalls gehen wir mal erstmal hier lang. Hast du was zu sagen? Modernste Struktur der Welt. Okay, was kann dieses Schloss, was ich nicht kann? Wir werden sehen. Ja, ihr Scholarseer. Was untersucht ihr denn an Magie? Ihr solltet mich mal untersuchen. Ich kann Magie. Called Mage Knights. Ich habe mal gehört, dass in der japanischen Version des Spiels jeder Charakter dieses Spiels eine Klasse hat, was aber nicht so viel Sinn macht, denn man kann Klassen in diesem Spiel nicht wechseln. Das heißt, vielleicht hat man das deswegen bei der Localization für die USA rausgenommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ihr müsst tatsächlich durch dieses Gebäude gehen oder durch diesen Raum gehen, um hierher zu kommen. Das ist ein bisschen schlechtes Design. Wenn ihr versucht, vom Anfang des Castles hierher zu gehen, klappt das nicht, dann landet ihr wieder auf der Overworld. Deswegen müsst ihr tatsächlich so durch. Ist ein bisschen doof, ich weiß, aber so ist es halt. Und hier haben wir nur noch eine Aussichtsplattform. Weapons and items manufactured here are sent to South Figaro. Aha, das heißt, ihr stellt hier Waffen her. Wer macht die Leute im Gefängnis? Alles klar. Na, wer weiß. Gut, mehr gibt es hier drüben jedenfalls nicht, deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber auf die andere Seite. Und du hast einen Chocobo, wie cool ist das denn? Okay, von mir aus. Figaro the Desert Castle. Wow, das habe ich ja nicht gedacht. Ich meine, wir haben im letzten Part schon gemerkt, dass wir hier in der Wüste sind, aber hey. So, ansonsten hier gab es auch nichts Interessantes mehr. Übrigens, wenn ihr die PSX-Version spielt, dann habt ihr die Auto- oder das Auto-Sprint-Kommando. Das heißt, ihr könnt dann, glaube ich, Kreistaste halten oder ja doch, PlayStation-Kreistaste, müsste passen. Und dann könnt ihr hier einfach mal durchrennen, was halt ein bisschen, ja, gehen wir schlafen. Was ein bisschen Zeit spart, dieses Auto-Dash-Command hat man, glaube ich, auch auf dem GBA, aber nicht hier. Das heißt, das ist der Grund, weswegen ich so langsam laufe. Es gibt die Möglichkeit, ein bisschen schneller zu laufen und die werde ich nutzen, sobald es relevant wird. Aber im Moment ist das leider nicht der Fall. Ja, ihr wisst, in der PSP-Version von Final Fantasy I war das ja auch so. Habe ich auch recht gerne genommen, aber nicht permanent. Ist auch nicht so gut. Oh, was stellst du dich mir in den Weg, ey? Oh, habt ihr alle nichts anderes zu sagen hier draußen? Mit euren Chocobos? Na gut. Zu den Chocobos gibt es auch nochmal was Lustiges zu sagen, aber das erzähle ich auch, wenn es relevant wird. Ohoho, Edgar hat einen Zwillingsbruder, aber Moment, Edgar ist der König, das heißt, der König hat einen Bruder? Bitte erzähl mir mehr. Oh, das Theme dazu, gebt euch diese Mucke. So gut. Youth. What's wrong with father? What's all of this talk of successor? Hm? Oh mein Gott, die beiden reden also anscheinend darüber, dass der damals aktuelle König langsam stirbt. Hm. Ist doch immer so. Brother! Nein, das ist kein Liquid. Tränen. Twin brother who traded the throne for his own freedom. Das heißt, er ist davongelaufen anscheinend und hat lieber sein Leben gelebt, anstatt die Thronfolge anzutreten. Aber es ist vielleicht auch immer ein bisschen kompliziert, wenn man zwei oder einen Zwilling hat im adligen Bereich, nicht wahr? Aber gut, sein Name ist Seven. Der hat diesmal nicht ein stummes E, finde ich gut. Sabine wäre ja was gewesen.
Yes, his name is Sabin. Oh, he looked so like his father. Ich finde, er sah schon ein bisschen wie Edgar aus. Also, I wonder what he's like now. Okay, interessant. Die beiden sahen aber in der Szene eben nicht unbedingt wie Kinder aus. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eigentlich viel, 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 viel jünger gewesen sind, die beiden. Nur, dass man vielleicht nicht extra einen Kindersprite für die beiden gemacht hat. Das könnte ich mir vorstellen. Und gehst du mir aus dem Weg? Sage mal. Wollte nur mal schauen, was hier ist. Ach, auch nur eine Aussichtsplattform. The Empire has smashed the three cities in the southern continent. Just a matter of time until they came up here. Okay. Das heißt, ihr fürchtet euch vor dem Imperium und denkt, dass euch das Imperium angreift, aber gleichzeitig habt ihr doch einen Vertrag mit denen, oder? Aber gut, wie viel ist ein Vertrag im Krieg wert, ne? Ich meine, denkt man an das Spiel Zivilisation, da kann man auch Verträge mit allen machen und trotzdem kommen sie, wie sie wollen. Ah, so ist es halt, ne? So ist es in meinem Leben. Bin ich froh, dass es im echten Leben halt nicht so simpel funktioniert, dass man einfach von heute auf morgen eliminiert wird. Aber gut, das war alles, was wir machen mussten. Wir mussten nur diese Szene mit Sabin triggern. Und dann können wir auch direkt zurück zum König gehen. Aber wer bist denn du? Chancellor, the whole business of the succession was so repugnant to Sabin, the king's brother, that he fled the castle forever. The succession was settled with a coin. Echt? Die haben mit einem Münzwurf entschieden, wer von den beiden König wird. Huh. Interessant auf jeden Fall. Ich meine, kann man ja mal machen, ne? Anscheinend. Aber gut, hey, hey, hey. Das heißt, der andere Stuhl ist anscheinend für Sabin, oder wie? Ah, wer könnte tatsächlich... Oh, diese Mucke. Das ist Kefkas Theme. Dann ist es auch Kefka, selbstverständlich. Und ich dachte früher immer, der hat einen Papagei auf der Schulter, aber es scheint ja doch eher eine Feder zu sein. Hm? Magst du Gestar nicht? Kefka ist der Hammer. Die beiden sehen aus wie Wedge und Biggs, ne? Echt? Du hast Sand auf den Schuhen in der Wüste, ja? Und die beiden machen sie sauber, ich weiß es nicht. Ich meine, beim nächsten Schritt ist der Sand doch wieder da. Ah. Idiot. Der größte Idiot bist du, aber okay. Moment. Du haust die Mädels einfach weg? Was geht mit dir, ey? Ah, hey, wir spielen auf einmal Edgar. Wir können übrigens auch Edgar direkt equippen, wenn wir wollen. Aber machen wir später. Na, was hast du zu sagen? Ja eben, was machst du denn hier? Eben, was genau willst du, huh? A girl of importance recently escaped from us. We heard she found refuge here. Ich glaube, da liegst du daneben. Aha. Terra hat was von euch geklaut, ja? Was könnte das tatsächlich sein, ha? Huh? Wieso? You see, there's more girls here than grains of sand out there. Genau, ihr seht schon, jeder seiner Soldaten ist eine Soldatin. Ich glaube, der einzige Typ ist einmal der Chancellor und der Typ im Maschinenraum. Neben Edgar, also der hat hier seine Bubi-Party anscheinend immer mal wieder. Was ein König, ey. Tja. Was soll das heißen? Er würde doch nicht tatsächlich Figaro angreifen, oder? Aber gut, gehen wir wieder hoch. Hey, hey, hey. Ja, wo ist Terra? Ach, da ist sie ja. Mhm. I'd love to chat with you, but the Chancellor and I must plan our strategy. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das. Manchmal musst du eben doch auch tun, was du tun musst, ne? Selbst als König kann man nicht die ganze Zeit Spaß haben. Oder gerade als König, ich meine, man trägt die Verantwortung von einem ganzen Land auf seinen Schultern. Aber gut, wir folgen Locke einfach mal. Wir könnten ihn theoretisch auch versuchen zu überholen, was ganz lustig ist, aber lassen wir das sein. Er kann da nicht weiterlaufen. So, was wir nur machen, ist zurück zu dem Schlafplatz gehen, wo wir vorher noch gewesen sind. Ihr könnt euch also vorstellen, dass das unser Bett ist und das werden wir definitiv auch nutzen. Nicht so schwer, oder? Einfach bis hier zu latschen. Don't you worry about a thing, I'll... Genau, du hast ja seinen Namen gemerkt. Is it true that you're a thief? Treasure Hunter. Von mir aus.
Ach so. Aha, deswegen haben wir hier so lockeren Zugang, ja? Das heißt, er sagt zwar nach außen hin, das heißt, eigentlich ist Edgar in gar keiner besseren Position als das Imperium, oder? Ich meine, das Imperium hat ja anscheinend auch vor, irgendwann hier Figaro platt zu machen. Und er hat dort irgendwann vor, das Imperium anzugreifen. Also von daher nimmt sich beides nicht viel, ne? Beide verstecken anscheinend ein Messer unter ihrem Poncho oder wie man das formuliert, ich weiß es nicht. Ah, genau, der alte Mann, der auch nur Old Man hieß, ist einer der Returners. Naja, du wurdest vom Imperium genutzt, das ist ja doch was anderes. Ja, was sollst du nur tun, Terra? Ich denke mal, das musst du entscheiden. Eben. Ja, früher oder später findest du deine Antwort. Das ist eine gute Frage. Aber Terra, normalerweise, das solltest du doch wissen, Imperiums sind immer schlecht, während Königreiche meistens gut sind, ne? Ich meine, denk doch nur an Star Wars. Na, was haben wir jetzt? Wir haben schon mal eher grausige Mucke. What the? Ist ja schon fast wie in, wie hieß das Spiel? Ninja Gaiden. What the? Oh mein Gott! Unser Schloss brennt. Wie kann es brennen? Das sind Steine. Kefka war das? Natürlich, wer sonst? Schon wieder mit seinen zwei Handlangern, ja? So, wir könnten jetzt mit Kefka reden, um die nächste Szene zu triggern. Und ich denke, das machen wir auch. Bring me the gun now. I don't know what you're talking about. Genau, was willst du denn? Wir haben hier schon... Was? Ich meine, was fällt dir ein? Und du noch? Fire. Hast du noch was Interessantes zu sagen? Anscheinend nicht. Wie, ihr lacht noch darüber? Ich meine, hat keiner gemerkt, dass der irgendwie was versucht hat? Okay, was anderes sagt er nicht. Ich würde sagen, der kann uns mal. Gehen wir einfach. Yes, Sir. Genau, du weißt, was du zu tun hast. Was hast du zu tun? Anscheinend. I guess I have no choice. Huh? Epic Mucke. Oh, maybe I do. Da hat er ihn erstmal eiskalt verarscht. How utterly delightful. Was soll das heißen? Und was sagst du? Ja gut, anscheinend lasse ich meine Leute zurück, aber ist das nicht so bei Königen, dass sie sowas manchmal machen? Dive now? Yahoo! Yahoo! Oder anscheinend lasse ich niemand zurück. Ihr seht schon, ja, glaubt es oder nicht, wir haben ja im letzten Part, oder eigentlich in diesem Part war das, ne, gehört, dass das hier die modernste Konstruktion der Welt ist. Denn was dieses Schloss tatsächlich kann, genau, ist einfach mal unter den Sand zu buddeln. Ich weiß nicht, wer auf so eine Idee kommt, aber das Schloss hat tatsächlich die Möglichkeit, einfach unterzutauchen. Es hat was, oder? Ja, Kefka, scheiße, ne? So einfach ist es vorher auch gelöscht. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Leute da drunter überleben können und ich weiß auch nicht, wie so ein Mechanismus funktionieren soll, aber hey. Shit. Boss Time gegen zwei Magitek Armors. Und wir haben leider ein bisschen Probleme mit den Rose. Ich hätte die vorher vielleicht noch anpassen sollen, aber das ist nicht so schlimm. Jedenfalls Locke soll definitiv klauen. Und wir haben hier, wie ihr schon sehen könnt, mit Edgar Tools. Was ich benutzen möchte, ist der Noise Blaster. Denn mit dem Noise Blaster können wir einfach mal alle Gegner auf einmal treffen und sie verwirren, was ziemlich nice ist. Und dann erstmal heilen, weil Terra hat ein bisschen wenig Lebenspunkte, ne? Deswegen machen wir das einmal so. Was ist los? What's the matter? Ja, oder? Was ist passiert? Did you just see that? Ja, was? Sie hat uns geheilt und... Das war... M-A-G-I-C. Moment, das heißt, für Locke war das anscheinend nichts Besonderes. Der hat nicht mal realisiert, dass sie Magie benutzt hat, aber anscheinend fällt Edgar das sofort auf, ne? Erstmal drüber reden, so nach dem Motto, so, ist das gut, ist das schlecht? Wo hast du das gelernt? Du weißt es nicht? It's just that I've never actually seen magic before. Where did you...
Hm. Ich meine, es gibt auch Magitek Armor, ne? Bei denen ist es egal. Genau, das ist gut zusammengefasst. Der einzige Unterschied ist, sie kann es und wir können es nicht. Und sie kann uns definitiv helfen. Na dann, erstmal rübergezwinkert. Was mache. Wow, das sieht ein bisschen kaputt aus. Die Köpfe sind gerade abgefallen. Aber gut. Ihr seht schon, die greifen sich ein bisschen gegenseitig an, weil sie gerade noch verwirrt sind. Nehmen wir einfach nochmal den Noise Blaster. Einfach verwirren ist die Mutter der Porzellankiste. Halt was? So, passt schon. Ich würde sagen, wir greifen nur einen der beiden an, und zwar der, der den Tech Laser abkriegt. Genau den da. Einfach in der Hoffnung, dass der zuerst stirbt. Ja, der greift sich sogar selber an. Wie nice. Ihr seht schon, Verwirrung ist in dem Spiel eine ziemlich gute Kiste, denn verwirrte Gegner greifen entweder sich selbst oder ihre Mitmenschen an, was in diesem Fall wirklich sehr hilfreich ist. Clown übrigens ändert nichts daran, denn beim Clown, da setzen wir keinen physischen Schaden ein. Beim Heilen ist es auch nicht der Fall, nur wenn wir halt wirklich angreifen, physisch oder magisch, dann wird man wieder klar im Kopf. Kennt man aber, glaube ich, aus Konfus aus anderen Spielen, zum Beispiel auf Final Fantasy X oder so. Aber hey, wir haben die Magitek Armors besiegt. Du weißt zwar nicht, wo die Chocobos gerade waren, und da, Son of a Submariner, das ist einer der typischsten Sprüche von Woolsey. Ich weiß nicht, was er hier eigentlich gesagt hat, wäre ich Son of a Bitch oder sowas, aber Son of a Submariner nach dem Motto Submarine und Castle ungefähr, ist interessant zumindest, ja. Lassen wir das so stehen. Was der the bad person? Schon, keine Sorge. Der Typ ist derjenige, der die Krone aufgesetzt hat. Mhm. Bannon ist unser Mentor, okay. Toll. Magic ist der Schlüssel, um diesen Krieg zu gewinnen, ja? Magic ist the, wie war das? Magic is the power that makes dreams, that turn dreams into reality oder sowas in Tales of Symphonia 2. Ich bin nicht ganz sicher, wie das Zitat war. Tara has magical powers that Asper seem to react to her. Woher weißt du das? Hm. It just seems natural to me that I have the use of this power. Hm, also für dich ist es anscheinend nichts Besonderes. Und ja, wir haben heute ein bisschen Overtime. Ich denke mal, es ist okay, oder? Ich möchte nicht unbedingt in so einer, in Anführungsstrichen, Cutscene einen Schnitt machen, aber ich denke, das könnt ihr auch verstehen. Und Terras Mucke. Ja, was sollst du nur tun? Ich verstehe sie absolut, ja? Ich meine, sie wurde bis eben kontrolliert vom Empire. Jetzt ist sie anscheinend mit Leuten unterwegs, die gegen das Empire vorgehen, und sie weiß halt nicht, was richtig und was falsch ist, ne? Gleichzeitig, was ich aber gut finde, ist, Locke und Edgar wollen sie nicht unbedingt auf ihre Seite zwingen. Sie wollen ihnen nur, ihr nur zeigen, so, hey, du kannst selbst entscheiden und du solltest selbst entscheiden, was du willst. Es könnte also theoretisch sein, dass Tara sagt, hey, ich bringe euch beide um. Wenn das ihre Entscheidung ist, dann ist es wohl so, ne? Aber ja, mit Bannon reden wäre anscheinend eine gute Idee. Bitte. Alles klar, wir müssen anscheinend durch eine Höhle, um nach South Figaro zu kommen. Nächstes Mal in Let's Play Final Fantasy VI. Ich bin Zion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.